sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Herzlich willkommen zur wunderschönen Tagesfahrt zum Prickingshof. Hier werden tagtäglich hunderte von Gourmet-Touristen hergefahren mit Bussen. Hier gibt's alles. Hier gibt's einen Haufen Tiere, der größte Bauernhof der ganzen Welt. Und hier können sie fressen, was das Zeug hält. Hier wird extra in der Broschüre darauf hingewiesen. Wichtig, vor dem Antritt der Fahrt so wenig essen wie möglich. Ja? Denn durch Riesenmahlzeiten nach bäuerlicher Art ist der Original-Prickingshof bekannt im ganzen deutschen Vaterland. Das war so vielversprechend. Wir schauen mal, was es hier so gibt. Der komplette Prickingshof ist übersät mit Bauernweisheiten, wie zum Beispiel dieser hier. Bauer Ewald hat beendet die Europareise, jetzt macht er Strom aus Scheiße. Ja? Denn Biogas macht er ganz gewiss aus jedem Schiss und Piss. Ja? Das gefällt mir. So, jetzt gehe ich hier mal zu den Ferkeln. So, hallo. Stefan kommt. Achso, komm. Was ist denn los? Ihr braucht doch keine Angst vor mir zu haben. So viele Ferkel, man kommt sich vor wie bei RTL. Hallo. Ja. Ja, hier ist der Stefan. Komm, setz mich mal hier hin. Ja. Noch 4 Monate, dann gibt's euch als Schnitzel. Hallo. Hey, nicht beißen. Ich will euch doch nur mal auf den Arm nehmen. Komm, dich nehme ich mal auf den Arm. Und ich krieg dich, dich krieg ich, dich krieg ich, ich krieg dich, ich krieg dich. Dich hier. Jetzt. Jetzt krieg ich eins. So. Ja, jetzt mal eins hier. Die wehren sich halt. Das tut ihnen aber nicht weh. Ja? Irgendwann sind die sowieso auf meinem Teller. Hier, wir zwei. Ja. Voll in die Eier gedreht. Alter. Der Mann, der weiß, wie das geht hier. Der ist ja Profi. Pass auf. So einfach ist das. Ja? Ich probier's nochmal. Also schnell und wie ein Baby halten. Haben wir gleich, Moment. So, sag mal, hallo, herzlich willkommen zu Exklusiv. Mein Name ist Barbara Ehrlichmann und das sind unsere Themen. Ja. So, ich habe hier eben vom Schweinebevollmächtigten des Prickingshofs dieses Spray bekommen, Crestax. Sie sehen, da ist eine Sau drauf. Hier steht, das ist ein Spray mit geschlechtsspezifischem Ebergeruch zur Feststellung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes bei Sauen und Jungsauen. Hier steht Anwendung. Die zu prüfende Sau bzw. Jungsau wird im Spray 2 Sekunden lang ausgesetzt, indem der Sprühstrahl aus einer Entfernung von ca. 50 cm in Richtung der Rüsselscheibe gehalten wird. Ja? Und die haben ja gesagt, wenn die Sau die Ohren aufstellt und ruhig hält, ja, dann ist die bereit, gedeckt zu werden. Und ich befinde mich hier vor dem Steakhaus, Biergarten und Tanzsaal des Prickingshofs und ich werde da jetzt mal reingehen und werde das Spray mal testen. Ja? An den anwesenden Sauen. Darf ich kurz stören? Wird gezuckt, die ist nicht bereit. Oh, sie haben nicht die Ohren aufgestellt gerade. Nicht. Merken Sie was? Nein, danke schön. Sie merken nichts? Sie merken nichts? Nein. Merken Sie nichts? Nein. Werden Sie nicht spitz? Kann das sein, dass es auch bei mir wird? Und? Prima! Prima? Prima! Ja, ganz so stellen Sie die Ohren auf, ne? Ja, und halten hier ganz ruhig, wenn Sie das riechen, oder? Oh, ganz prima! Ja, hab ich mir gedacht. So, meine Damen und Herren, ich habe heute Abend die große Ehre, Ihnen hier ein halbes Schwein zu verlosen. Ist das großartig? Ja! Da steht es im Einkaufswagen: 55 Kilo Schwein! Ja? Und Sie wollen sicherlich alle gewinnen, oder? Dann sprechen Sie mir bitte jetzt nach. Ich will das halbe Schwein gewinnen. Halbes Schwein, ich will dich. Halbe
ein Schwein, ich will dich. Was für ein Schwein? Schreien Sie, Schwein! 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 So, ich... Offiziell werde ich jetzt hier... Pass auf. Achtung, jetzt. Die Nummer ist 148253. 148253. Ja. Das ist richtig. Das herzlichen ist er. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sind Sie allein gekommen? Nein, mit meinem Mann. Dann fahren Sie ja jetzt mit anderthalb Schweinen nach Hause. Ja.